Mijn naam is Jolanda Blüss. Ik ben de organisatorin van de Schlagernacht in Olten und Inhaberin von der GP Events GmbH. Am letzten Samstag war die erste Schlagernacht in Olten. Wir durften ca. 3'500 Zuschauer begrüßen oder in Empfang nehmen, was uns natürlich außerordentlich gefreut hat. Die Planung hat angefangen im Jahr 2013 im Mai und dann hat das eigentlich den Lauf genommen. Wir haben angefangen zu organisieren. Beim Ticketing war es so, dass wir verschiedene Partner angeschaut haben. Und wir sind aber auch auf die Ticketfrage gestossen, die hier in Olten ist. Wir haben dann dort auch angefragt, wir haben dann Meetings gehabt und haben uns dann schlussendlich für die Ticketfrage entschieden. Von Ticketfrag haben wir eine App bekommen zum Abladen, wo wir dann die Eingangskontrolle verteilt haben. Und die haben das eigentlich problemlos, die Tickets so kontrollieren mit der App. Es hat jetzt hier drei verschiedene Eingänge. Und es hat etwa 7 Leute, die mit dieser App die Leute einlösen. Und die werden alle automatisch miteinander synchronisiert. Und weiter vorne hat es noch eine Kasse, eine Abendkasse. Und auch die Billette landen sofort dann auch auf den App-Gerät und werden dann auch als gültige Tickets erkannt beim Eingang. Es geht eigentlich wahnsinnig schnell von dem her gewesen. Man fragt die Leute, haben sie das Billett, es wird vorgegeben, es wird gescannt. Und nachdem, wenn man hört, wie der Frosch quaken tut, dann heisst es, okay, es ist drin. Und wenn er nicht quaken tut und wir rot sehen, dann können wir eben fragen. Aber im Allgemeinen muss ich sagen, ich finde es sensationell. Das funktioniert wirklich. Die Ticketfrage ist sicher interessant, auch weil es kostenlos ist. Ein Vorteil ist auch, dass eine Firma das macht, die in der Region ist. Und ich kann es allen empfehlen, das mal anzuschauen und zu prüfen. Und die Firma wird euch sicher gerne Auskunft geben.